Am Wochenende findet das 30. internationale Bodensee-Tanzfest rund um den Bodensee statt. Damit der hiesige Regionalsender Regio TV aktuelle Bilder für seine Veranstaltungsankündigung drehen konnte, verlegte das S-Klasse-Paar Katrin und Jürgen Kosch eine Trainingseinheit kurzerhand in den großen Sitzungssaal der Sparkasse Bodensee. Die Sparkasse Bodensee unterstützt den ATC Graf Zeppelin seit vielen Jahren. Aus urheberrechtlichen Gründen mussten wir leider die passende Tanzmusik aus dem Video entfernen. Wir wünschen trotzdem viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Ja, jetzt am Wochenende findet das 30. internationale Bodensee-Tanzfest statt. Es sind zum Jubiläum wieder viele, viele Paare da. Also, da rechnen wir schon damit, dass es dem Jubiläum gerecht wird. Wir sind selber auch mit dabei. Ich persönlich mit meiner Frau, also zwar nicht bei unserem eigenen Turnier in Etzenkirch, aber in Konstanz am Samstag. Wir sind seit ungefähr 10 Jahren im aktiven Turniergeschehen und mittlerweile in der Sonderklasse angekommen und dort national und international ganz gut unterwegs. Ich freue mich insgesamt auf das ganze Wochenende, auch auf den Sonntag. Es ist immer sehr interessant, wie viele Paare kommen und auch zu sehen, was da gezeigt wird. Und es ist natürlich auch für die Paare schön, die hier von der Umgebung sind, wenn dann Freunde und Bekannte und Verwandte dann mitkommen können, weil die Fahrt nicht so weit ist. Und das ist dann nochmal ein extra Ansporn für sie, dann die guten Leistungen zu zeigen. Ja, das Bodensee-Tanzfest selber ist immer eine Herausforderung und immer was Besonderes für uns. Es ist zum einen eine Zweitagesveranstaltung, die am See stattfindet, ist für uns das größte Turnier, was wir am See organisieren und auch das, was wir als Veranstalter selber mit auf den Weg bringen und damit natürlich neben der eigenen Tätigkeit als aktives Turnierpaar auch eine Herausforderung für die Organisation. Wichtig für jeden Sportverein inzwischen ist natürlich auch das Sponsoring und wir sind besonders froh, da mit der Sparkasse Friedrichshafen, Sparkasse Bodensee, einen potenten Sponsor gefunden zu haben, der uns auch in der sportlichen Arbeit unterstützt und damit überhaupt das sportliche Engagement ermöglicht. Wir haben 2 aktive Paare mit am Start, mit uns selbst, eins, was in lateinamerikanischen Tänzen unterwegs ist. Die sind dann auch am Sonntag in Ettenkirch mit dabei und sind aber auch am Samstag schon mit am Start. Das ist ganz unterschiedlich und hängt ein bisschen davon ab, in welcher Leistungsklasse man tanzt. Das ist wie in jedem anderen Sport gleichermaßen. Je höher man steigt, umso größer wird der Aufwand fürs Training. In der Sonderklasse ist dann schon gefragt, dass man ja, täglich trainiert, 4 bis 5 Mal die Woche, wenn so 1 bis 2 Stunden Minimum. In den Einsteigerklassen reicht dann, dass man 2-3 Mal in der Woche trainiert, auch so